Ja, moin zusammen. Wir waren gestern essen. Und ich habe euch ein Tabar, dabei in der Ortschaft gleich ein paar Fahrzeuge eingefangen. Ich hoffe, die gefallen euch. Ich werde es jetzt gleich mal einspielen. Ja, das hoffe ich, findet eure Zustimmung. Ich bin mal gespannt, wer diese Fahrzeuge noch kennt. Gut. Die meisten werden gekannt, aber es gibt zwei Exemplare dabei, die kennt eigentlich kein Mensch mehr. Okay, ich blende das mal ein und dann sehen wir uns gleich wieder. Oh, wir waren gerade schön was essen, ein Lammfilet. Die haben hier eine eigene Brauerei. Schick, oder? Da ich aber keinen Alkohol trinke, ist mir das jetzt nicht so wahnsinnig wichtig. Was mir wichtig ist, ist das ein geiles Teil. Kein Scherz, der Wagen ist angemeldet. Das ist, ne? Der sieht wohl offensichtlich mit Absicht so aus. Ein schickes Gerät, meine Güte. Ja, und dann soll mir einer erzählen, dass er mit seinem 5 bis 10 Jahre alten Auto nicht weiterfahren kann. Hier sind die 50er lange dran vorbeigelaufen, an diesem Auto. Das ist ein Originalkennzeichen. Ja, wie gesagt, H-Kennzeichen, der ist angemeldet und der wird benutzt. Das ist seine Aufgabe. Also, nie erzählen lassen, dass Mindesthaltbarkeitsdatum eures Autos abgelaufen. Irgendwann war dieses Auto hier auch mal ein Schrotthaufen und hat sich nicht mehr gelohnt, in Anführungsstrichen. Aber ist doch mal eine Schönheit, oder? Frag mich jetzt nicht beim Baujahr. Aber der absolute Hammer, das Ding. Ich habe noch einen entdeckt. Etwas rattig. Das scheint mir mal irgendwas mit einem Bodykit da dran gewesen zu sein. Ja, sieht ein bisschen rattig aus, aber durchaus kein Schrott. Tiefer. Relativ einfach zu machen, der Drehstabfederung. Ist noch nicht verloren, das Auto. Sagen wir mal so rum. Seht ihr den Schalthebel? Der hat in dem Auto nichts verloren. Na, jetzt könnt ihr euch selber ausdenken. Ich werde mal irgendwann mal fragen, was da drin ist. Aber das ist kein VW-Motor, der hier reingehört. Was passt da rein? Audi V6 TDI, Subaru Boxer. In diesem Fall ist hier ein Automatikgetriebe drin. Ich tippe mal auf Audi V6 TDI. So, hier haben wir einen schönen T3. Und wenn ich schön sage, dann meine ich wirklich schön. Schön grün. Ja, auch zwei Schönheiten. Sollte man mal schnell wieder auf die Straße kriegen. Der ist uninteressant, das ist ein Audi. Schöner alter Benz. Ich denke mal, die Fahrzeuge sind zu verkaufen, ne? Oh, der hat sogar Klima. Automatik, Autotelefon. Moment, seht ihr schlecht? So. Klima, Autotelefon, EC, das dürfte Spanien Reimport sein. 210er. Kann man immer kaufen. Ne? Scheiß auf den Rost. Die Dinger fahren aber auch immer. Ne? Man die Achse im Blick behält. Ist das ein Diesel? Ist ein Diesel. Kann man immer kaufen. 700.000, 800.000 Kilometer, kein Ding. Und das ist das Traumauto meiner Kindheit. Talbo Rancho. Matra Rancho in dem Fall. Die sind von der Firma gebaut worden, die damals den Espace gebaut haben. Deshalb ist das Heck auch aus Kunststoff. Das ist ein schönes Auto. Viele Journalisten meinen, das ist der Vorläufer des SUV. Weiß man nicht. Vielleicht ist es das. Matra Simca. Ja. Kennt ihr die Autos noch? Also, hier kennt man die Autos, ne? Weil der Besitzer dieser Werkstatt kümmert sich um diese Fahrzeuge. Hat einige davon.
Aber fragt mal jemanden nach diesem Auto. Kennt kein Mensch mehr. Ich hatte so viele Spielzeugautos von dem Ding und später nie einen gekauft. Hätte ich es mal gemacht. Ja, ist ein wahnsinnig praktisches Auto, wie man sieht. Ja. Wurden allerdings auch Endstadium verheizt. Irgendwann. Na, irgendwann, ne, bei Franzosen ist es immer so. Irgendwann ist der Wert weg. Und der Letztbesitzer richtet das Ding dann zugrunde. Schöner Audi 100. Ja. Ehrlich gesagt, lieber den hier als das Gerümpel. Das kannst du mir schenken. Das gebe ich weg. Das kostet nur Geld. Die sind billig. Keine Frage. Die sind billig in der Anschaffung, aber den hier reparierst du noch ein paar Jahrzehnte. Mit wenig Geld. Den hier nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Na, kennt einer die beiden Fahrzeuge? Rancho? Ich glaube, dafür muss man schon ein bisschen älter sein. Das kennt wirklich kaum noch einer. Und ich glaube, der Besitzer dieser beiden hat alle anderen, die es in Deutschland gibt, der hat die. Es gibt wahnsinnig, er hat wahnsinnig viele davon. Einen sogar mit Umbau auf einem Discovery-Chassis als Allradfahrzeug. Ja, in den Kommentaren wurde mir mitgeteilt, dass man sich Sorgen macht um den Renault 5. Ob denn der noch lebt? Nicht, dass er vergammelt. Als ob er noch ein bisschen vergammeln könnte. So schlimm ist er nicht. Bin gerade dabei, den ein bisschen freizuräumen. Batterie habe ich auch schon drauf gesteckt. Ja, ist auch wieder eine Motorhaube von jemandem, der unbedingt eine Motorhaube haben wollte für einen Fiesta und dann nicht mehr aufgetaucht ist. Ich mag solche Leute ja so unglaublich gerne. Ich habe das Auto ernsthaft geschlachtet für diese Person. Ne? Frontscheinwerfer, zwei Stück und die Motorhaube. Was will man machen? Ist wohl so. Alles keine Zusagen mehr, ist alles nur noch Empfehlung. Ja, ich habe schon mal Strom drauf gesteckt. Motor habe ich jetzt noch nicht gedreht, weil ich zu dick bin. Nein, ich komme da nicht so richtig gut dran. Ich will aber erstmal durchdrehen, dann wollte ich Benzin nachkippen. Nicht, dass der jetzt sofort hochdreht. Ja, das ist nicht so gut für den Motor. Deswegen werden wir auch die Zündung abstecken. Also bitte die Kontrollkabel runterziehen. Hier sieht man zum Beispiel schon, dass sich die Isolierung verdünnisiert. Nicht das Kabel runterziehen, bitte. Das mag die Zündspule gar nicht. Wenn, dann bitte diese hier. Na, komm schon. So. Jetzt sollte er keine Zündfunken mehr raushauen. Und der Motor kann erstmal Öldruck aufbauen. Steuerkettenmotor. Keine Zahnriemen. Wie gesagt, Werkstattempfehlung bei 300.000 Kilometern. Vorschrift von Renault. Sichtprüfung der Steuerkette. Wenn nichts ist, weiter. Ja, so wurden die Fahrzeuge damals gebaut. So, Öldruck haben wir. Ja, wie viel haben wir denn an Öl drin? Oh ja, das reicht. Ups, abgerutscht. Ja, ich denke mal, entweder brauchen wir jetzt Benzin. Der dürfte eigentlich nichts mehr drin haben. Mal eben mich hier durchwühlen. Oh ja, es wird den Spinnen nicht gefallen, dass ich den Wagen jetzt starten möchte. Der eigentlich eine Tankuhr? Ja, hat er. Könnte so gehen. Fertig. Ah.
sagen zu alten Fahrzeugen? Nicht? Ich auch nicht. Lass mal ein bisschen warm laufen. Das hat sich mal ein bisschen eingerufen. Wasser hat er. So ganz begeistert scheint er mir nicht zu sein, dass er aufgeweckt wird. Vielleicht gefällt es ihm da drin. Er ist ja grün. Passt in die Gegend. Ja, wir lassen jetzt ein bisschen warm laufen. Ich melde mich gleich wieder. Ja, der Sprit scheint doch alle zu sein. Jetzt habe ich das Kabel wieder dran gemacht. Ich werde jetzt mit dem Anlasser rausruckeln. Und man kommt gerade nicht an den Tank dran. Wäre aber super, da dran zu kommen, damit da Benzin reinkommt. Also von daher... Ja, da steht die ganze Zeit mit offenem Fenster. Hier rum, das werde ich gleich mal ändern. Ja, das ist nicht schön. Naja, kann man jetzt nicht ändern, dass die Scheibe runterfällt. Mal einen Ast klauen hier. So, und mal ein bisschen durchfeudeln. Ja, das sind auch Innenausstattungen. Interessiert die nicht. Der steht jetzt über ein Jahr hier. Und interessiert ihn nicht. Ne? Sitzt ist so genau aus dem gleichen Zustand wie vorher. So, da bin ich drin. Ja, ich denke mal, wir haben keinen Sprit mehr. Ersten Gang. Handbremse ist natürlich los. 124.000 Kilometer runter, das gute Stück. Ja, ich kann jetzt relativ weit rausruckeln. Notfalls fällt das Kabel einfach ab, das ist gut. Ja, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Hat sich eine Kuhle gebildet, da steckt er drin. Ja, der hat keinen Sprit mehr. Wahrscheinlich auch 1000 Jahre alt. Ja. Kein Wunder, dass er da keinen Bock drauf hat. Wo ist die Tankklappe? Da. Oh. Geil, oder? Ja, mit neuem Sprit hört sich das nach was ganz anderem an. Ja. Kein rauf und runter drehen. Sprit war zu alt. Ja. Wollen wir mal gucken. Du bleibst hier. Eine sehr hübsche kleine Schnecke. Nee. Ich will mir verheiraten. Bremse haben wir keine. Das bekannte Problem bei dem, da war die Bremsleitung durch.
Handbremse geht. Sauber machen, Fenster hoch. Ja, das ist das Studentensparmodell Campus. Also kein Zigarettenanzünder, kein gar nichts. Einmal nichts. Ich hoffe, dass ja, Lüftung ist auch nichts. Schöner großer Aschenbecher. Damals haben die Studenten noch ordentlich geraucht, selbstgedrehte natürlich. Ging meiner Frau auch nicht anders, weil die hatte so einen als Studentenfahrzeug. Ne? Ja, jetzt erholt er sich langsam und dreht vernünftig hoch. Da kann man mal sehen, was alter Sprit so ausmacht. Ne? Die meisten Fahrzeuge, die irgendwo aus der Garage gezogen werden, bitte nicht einfach starten. Da muss neues Benzin rein, da muss Öl rein, da muss, der muss von Hand erst gedreht werden. Ne? Nicht einfach losreißen. Das hat mich jetzt gerade den Golf Turbodiesel gekostet. Der hat nämlich erzählt, dass er den aus der Garage gezogen hat nach 10 Jahren. Ne? Batterie rein, vorglühen, sprang sofort an. Ich sagte, ja, den kannst du behalten, danke. Ja, das ist Blödsinn, sowas zu machen, das ist Schwachsinn. Ja, der hier stand keine 10 Jahre, deswegen ging es relativ einfach. Ja, Motor, Getriebe, top. Bremsen nicht vorhanden, bis auf die Handbremse. Ein Renault 5 Campus. Ja. Schickes Teil. Aber wie gesagt, entweder suche ich einen Ersatzteilträger oder das hier ist der Ersatzteilträger. Es gibt viele, die noch sehr gut sind. Ob der hier so gut ist, wird sich noch rausstellen. Jetzt ging es erstmal darum, den Motor zu erhalten, weil 124.000 Kilometer ist für dieses Auto nichts. Also für diesen Motor. Für den alten Steuerkettenmotor. Das macht ihm gar nichts. Das interessiert ihn nicht. Wie gesagt, 300.000 sind vorgesehen. Und dann geht es weiter. Ja, ich werde den jetzt mal sauber machen. Und dann, wie gesagt, mal gucken, dass ich die Scheibe hochkriege. Die haben sich gerne gelöst, die waren geklebt am Fenstergestänge. Und dann sind die einfach runtergefallen. Das ist hier jetzt, seit wir den haben, steht der offen rum. Aber wie gesagt, guckt euch die Qualität an. Ne? Das war ein Billigauto. Ja. Trotzdem aber, dass ich das verdiene, den mal sauber zu machen. Weil er so schön läuft. Der Motor ist kerngesund. Das ist der Hammer. Ah, französisches Auto. Keine Hupe. Mist. Ja, bei solchen Aktionen hat sich ein Staubsauger, der pusten kann, wirklich sehr bewährt. Ich habe jetzt mal das Plastikteil da oben abgemacht. Motor läuft einwandfrei. Ne? Machen wir die andere Tür auf und pusten den Mist wieder raus. Den wir jetzt hier gerade gelöst haben, sind ja nur Blätter. Ne? Das wird er nicht wegfliegen, hoffe ich. Ja, nur erstmal das Gröbste da raus schubsen. Ich denke, so können wir uns erstmal blicken lassen, teppichmäßig. Ja, noch nicht hundertprozentig, aber
Das Gröbste ist raus. Wie gesagt, Kupplung, Getriebe, Motor, alles ohne Befund. Gibt keinen Zahnriemen, den man wechseln müsste. Motorraum auch einmal durchreinigen. Wie gesagt, der Motor ist absolut trocken, ne? Da ist kein Öl oder sowas in der Richtung. Danach schnappe ich mir die Elektrik. Hier funktioniert nicht viel. Wie zum Beispiel die Lüftung, dann funktioniert die Scheibenwaschanlage nicht. Ja, danach geht es dann an die Technik. Bremse geht nicht, ne? Die Bremsleitungen sind durch. Mal gucken, wo, was, wie und warum. Dann schauen wir mal. So, den machen wir wieder zu. Müssen wir auch nochmal gleich auspusten hier. Ich überlege gerade, die Batterie am besten mal rausnehmen. Das ist eh ein äußerst süßes Ding. Könnte ein bisschen größer sein. Ja, was funktioniert, ist definitiv alles hier vorne. Sogar der Kühlerventilator ist angegangen. Ja, ja, das sind die Ewigkeitsmotoren, ne? Das ist einfach so. Die hat keiner kaputt gekriegt. Die Autos, die sind immer noch im Schrott gegangen, ja, weil Renault, ne? Ich weiß nicht, warum die Leute bei Franzosen völlig andere Maßstäbe anlegen als bei anderen Autos, aber muss jeder selber wissen. Ich habe nie irgendwelchen Ärger gehabt. Renault 9, Renault 11, das waren immer meine Winterautos. Und die funktionierten immer alle ohne Befund. Gar kein Problem. Mal einen Stoßdämpfer, mal einen Keilriemen oder sowas in der Richtung Zündkerzen und Öl. Aber ansonsten funktionierten immer. War nie irgendein Problem. Ja, die waren zu billig, ne? Nach erster Hand kam die zweite Hand und spätestens da ging es in die freie Werkstatt. Dann kam die dritte Hand. Und dann waren sie alle mehr oder weniger eigenermaßen scheintot. So, und da kam der schlechte Ruf her. Gut, zugegeben, wenn Renault Elektronik einbaut, renne ich auch weg. Aber der hier ist ziemlich frei von Elektronik. Wie gesagt, das ist ein Motor, der kommt aus den Grundzügen, kommt ja aus den 50ern. Das ist ein Stoßstangenmotor. Ja, ich weiß, manche sagen Stößelstangen. Am Ende ist es aber ein Stoßstangenmotor, weil unten liegende Nockenwelle, Stoßstangen, Kipphebel, Ventile. Die Stangen werden gestoßen und nicht gestößelt. Ja. Deswegen ist das ein Stoßstangenmotor. Ja. Gewinnt keine Rennen, obwohl der ist ausreichend flott für den Wagen. 958 PS hat der. Man will ja auch keine Rennen damit fahren. Aber der ist ausreichend flott. Man kann damit überholen, man kann damit fahren, man kann mit der Autobahn Richtgeschwindigkeit 130 fahren. Mehr braucht kein Mensch. Ne? Und für die Stadt ist das ein super kleiner Oldtimer. Ja, man braucht auch keine Servolenkung. Das geht alles total leicht. Okay, ich werde jetzt mal weitermachen. Aber ohne euch. So, jetzt ist er sauber. Natürlich kamen während der Arbeit 1000 Leute vorbei. Und ich kam nicht weiter. Macht nichts. Tja. Ja, sauber ist er jetzt. Naja, ist nicht richtig, ne? Ich werde ihn hier auf dem Hof jetzt nicht grundsanieren. Aber das Schlimmste ist weg. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ne? Motor ist furztrocken. Ich habe echt alles abgesucht. Einzige Problem, was wir haben, ist da in der Ecke. Ist aber seltsamerweise immer bei dem. Ist auch kein Beinbruch. Ja, das war der Motorraum. Ne? Auch mal gleich alle Zündkabel etc. etc. durchgeguckt. Ein bisschen neu, aber jetzt nicht sofort. Jetzt, wo er sauber ist, springt er auch ein bisschen besser an. Ist jetzt noch mal 5 Liter Sprit mehr drin. Der Dachhimmel ist einsamer Spitze. Ja, morgen nehme ich die Türverkleidung ab. Heute Nacht soll es nicht regnen. Türverkleidung ab, die Scheibe hoch. Oder mal gucken, vielleicht kriegt ja die Fensterhebermechanik hin. Und die Elektrik. Lüftung geht nicht. Lüftermotor ist frei. Scheibenwaschanlage geht nicht. Sieht eigentlich ganz gut aus. Werde die morgen mal in Ruhe durchmessen. Muss ja nicht alles an einem Tag machen, ne? Ja. Nee, ich denke mal, für heute bin ich erstmal durch. Ich habe Hunger.
Motor läuft schön für seine Verhältnisse. Ja, wie gesagt, Schlachtwagen und dann geht das los. Der Wagen muss nach Paris. Wir haben Schafe auf der Wiese, wie man hört. Ja, der Deich wird mit denen gemäht. Deichpflege. So, und die werde ich jetzt mal alle zählen gleich. Und wünsche euch eine schöne Woche.